erhalten geblieben ist, ist bestenfalls bis hierhin das Sockelgeschoss. Alles, was wir hier oben sehen, Türmchen und sowas, sind alles an Analogie gefunden und Modellen dann erarbeitet worden. Ob dieser Turm dann irgendwann mal so einen oktogonalen Aufsatz hatte, sei dahingestellt, ob hier Vitorien drin waren, wissen wir auch nicht. Wir wissen von ähnlichen Kirchen, der ähnlichen Bauzeit, dem ähnlichen Grundriss, die in Italien noch wirklich 1:1 halt geblieben sind, in Norditalien, dass die so aussehen. Ob jetzt der Bauschmuck so wirklich hier dargestellt war, wissen wir nicht. Aber man hat erstmal so eine lebendige Vorstellung. Ja? Und wir haben vorhin hier vor der Apsis gestanden und haben hier auf die Stadt geguckt. Das ist die Apsis. Und wir sind vorhin hier rumgegangen und sind jetzt hier diesen Eingang hier rückwärtig reingegangen. Ich stehe jetzt hier im südlichen Seitenschiff, im nördlichen Seitenschiff, also hier. Sie stehen jetzt schon im Hauptschiff, also in dem Bereich. Und wenn wir da jetzt gleich rausgehen, ja, aus der Tür heraus, dann stehen wir schon im südlichen Seitenschiff. Also eine sehr kleine Kirche, sehr übersichtliche Kirche. Und Sie sehen, die Raumstrukturen sind noch so ähnlich, wie das halt zu Wohnzwecken, also als es zu Wohnzwecken diente, eben noch war. Es wurde nicht umgestaltet, wurde nur leergeräumt und so saniert, dass man halt die ursprünglichen Oberflächen irgendwie sieht. Spannend ist, dass ich jetzt hier wirklich auf dem ursprünglichen Gipsestrich stehe aus dem 10. Jahrhundert. Das ist ein 1000 Jahre alter Boden. Sie stehen auf dem rekonstruierten Teil. Das hat auch einen Grund, dass das hier abgesperrt ist. Ich dürfte hier gar nicht stehen. Aber ich habe den selber ausgegraben vor 15 Jahren, deswegen darf ich hier stehen. Dass der überhaupt erhalten geblieben ist, ist einfach dem Umstand zu verdanken, dass die Menschen, die dann hier dieses Klosterareal zivil aufgesiedelt haben im 16. Jahrhundert, mit diesen Räumen in den Ausmaßen nicht viel anfangen konnten. Die mussten das ja irgendwie beheizen, aber die waren nicht so hoch. Und dann haben die ja relativ schnell hier so einen halben Meter Schutt reingekippt und haben hier Dielen eingezogen. Und das blieb für die letzten 100 Jahre so. Und deswegen ist dieser ursprüngliche Boden erhalten geblieben. Ja, der ist einfach die letzten 1000 Jahre nicht begangen worden. Und erst durch die Ausgrabung, als wir dann auf das ursprüngliche Niveau runtergingen, ist der Boden dann wieder zum Vorschein gekommen. Deswegen ist er überhaupt noch da. Das ist ein ganz erhebendes Gefühl, immer so im alten Boden rumzulatschen. Und man hat auch extra solche Ecken, wo dann verschiedene Putzschichten und Farbschichten sich erhalten haben. Man sieht das jetzt wie Blätterteig an den Ecken, hat man erhalten, um mal zu sehen, wie über 700, 800, 900 Jahre Nutzungsgeschichte hier verschiedene Sanierungsspuren angetragen wurden, ja, über Jahrhunderte, und die dann wirklich zu so einer Schichtenabfolge geführt haben, wie die Jahresringe eines Baumes. Ja, auch das wurde jetzt nicht übergetüncht, wurde jetzt nicht weggenommen oder wurde irgendwie verschönert, sondern wurden diese Verletzungen einfach stehen gelassen als sichtbares Zeugnis der Nutzungsgeschichte. Wir werden jetzt noch ganz viele Gräber sehen. Also Kirchen sind ja auch immer mit Gräbern verbunden, da wurde auch immer bestattet, war immer Bestattungsort. Und wir haben dort, wo die Tür jetzt gerade rausführt, in einem kleinen Innenhof, haben wir eine große Bestattung, ein sogenanntes Kopfnischengrab, ein Erdgrab, was Initialzündung für archäologische Forschung überhaupt in diesem Klosterareal gegeben hat. Denn da ist vor meiner Zeit der ehemalige Besitzer dieses Grundstück ist hier auf dieses Grab gestoßen, als er sich am Abend eines Samstages mit seiner Hilti unten ein wenig Erleichterung verschaffen wollte im Keller und seine Kellerräume ausbauen wollte. Es war so, dass die Räume hier immer relativ klein waren und die Häuser auch immer relativ schmal waren und die Bewohner immer versucht waren, hier mehr Wohnraum zu schaffen. Und derjenige hat es eben versucht, dann am Wochenende, tagsüber war er auf Montage, und dann kam er am Wochenende her und hat dann in seiner Hilti abends dann immer in seinem Keller gesessen und hat dann den Sandstein ausgehöhlt. Und irgendwann hat er sich bergmännisch einem Grab genähert und auf einmal war er in einem Hohlraum drin und guckte dann also sozusagen seitlich in ein Grab rein. Nicht von oben, wie wir Archäologen das immer machen, sondern seitlich. Und dann passierte etwas Kuriles, er ging zu seinem Bett, nahm seinen Bettbezug, griff da rein und schob alle Knochen, die er da fand, in den Bettbezug. Die lagen ja schon lange, es waren nur die Knochen, aber nichts mehr dran. Ja. Ging dann bis zu meiner Amtsvorgängerin, legte ihr was auf den Tisch und dachte, das hat er gefunden. Das führte dazu, dass er natürlich dann hier ein Verbot bekam, hier weiter mit der Hilti die Nachbarschaft zu und auch seinen Keller auszubauen. Also das ist das erste entdeckte Grab, was wir hier haben. Das ist auch ein sehr, sehr zentrales Grab. Wir werden jetzt im Laufe unserer Besichtigungstour hier noch viele andere Gräber sehen, wo dann eben auch noch die Skelette noch drin liegen. Und da erzähle ich dann noch ein bisschen mehr dazu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal raus.
grundsätzlich immer nur dort, wo es notwendig ist, wo höherwertige Interessen eine Zerstörung eines gewachsenen historischen Umfeldes dann eben erfordern. In diesem Fall war hier ursprünglich geplant, die Toilettenanlagen unterzubringen für dieses Museum. Die sollten unterirdisch eingebracht werden, was auch verständlich war. Es war auch klar, dass wir uns hier im Bereich des Friedhofes befinden, außerhalb des Seitenschiffes der Kirche. Und diese Grabungen wurden dann durchgeführt und hier lagen also mehrere Dutzend Bestattungen übereinander, an die 60. Vermutlich waren es mehr gewesen, weil die jüngeren Bestattungen die älteren Bestattungen ja immer gestört haben. Den muss man ja immer durchgraben, bis man dann den letzten Leichnam dort niederlegen konnte. Also auf diesem kleinen Fläche ungefähr 60 Bestattungen. Nachdem die Grabungen hier sozusagen auf dem Niveau, auf diesem Felsniveau angelangt war und alle Bestattungen abgetragen waren, bis auf die letzten, die jetzt in den anstehenden Sandstein eingetieft waren, kam nun die Frage auf, seitens des Bauherrn, möchte ich dann eigentlich meine Toiletten hier einbauen? Das ist eigentlich ein so schönes Bild und gehört auch historisch zu dieser Kirche. Brauche ich das? Und dann kam er zu dem Schluss, dass er es nicht braucht und dass die Toiletten in dem Nachbargebäude hier untergebracht werden. Übrigens, by the way, wenn jetzt jemand muss, ja, dann geht durch die Tür durch, da sind Toiletten. Und man hatte gesagt, okay, wir bewahren diese Flächen, wir konservieren diese Flächen und zeigen einfach, dass das hier mal pars pro toto irgendwie ein Bestattungsplatz war. Dieser Bestattungsplatz zieht sich natürlich rund um die Kirche herum, auch unter den bebauten Gebäuden, die jetzt noch stehen und sowas, liegen überall noch die Bestattung, nur hier sind sie jetzt immer freigelegt. Die letzte Schicht ist freigelegt worden. Sie sehen auf etwas merkwürdige Gräber. Wir sind ja heute daran gewöhnt, dass wir Sargbestattung, wenn wir Körperbestattung machen, es gibt ja auch noch Brandbestattungen, aber wenn wir uns für eine Körperbestattung entscheiden, sind wir gewohnt, dass der Tote dann in einem Sarg dann bestattet wird. Das war im Mittelalter gar nicht üblich, sondern im Mittelalter hat man die Toten mittels eines Holzsarges oder eines Behältnisses dann eben bis zum Friedhof gebracht. Man hat dann aber, so wie man es noch in islamischen Ländern macht, die Toten dann nur in Leichtücher gehüllt bestattet. Und diese Bestattungssitze in Leichentüchern hat dann im 11. und dann auch im 12. Jahrhundert dann auch zur Ausbildung dieser sogenannten Kopfnischengräber-Sitte geführt. Wir kennen ja diese ausgeformten, extra für den Kopf ausgeformten Höhlungen, entweder in den angrenzenden oder anstehenden Gestein oder eben separat, sogar richtig hier in Werksandsteine eingearbeitet, extra eine Aufnahme für den Kopf und der Körper selber ist richtig anthropomorph ausgeführt. Das heißt, diese waren richtige Maßanfertigungen für die Toten, diese Gräber. Geschickt dann eben auch passiert und konnte dann aufgenommen werden. Und so wie sich der Raum jetzt präsentiert, mit den wieder hergerichteten Oberflächen, mit angetragenem Kalkputz und mit den freigelegten historischen Oberflächen, so präsentiert er sich erst wieder seit anderthalb Jahren. Der Raum hatte sehr große Verletzungen, große Teile, Sie sehen es ja, der Putz waren abgeschlagen, war nicht mehr vorhanden. Aber es waren eben noch kleine Teile vorhanden und konnten eben noch freigelegt werden. Zum Teil noch alte Farbfassung und zum Teil eben noch alte Bemalung und sogar Ritzzeichnung. Und ich will Sie nochmal mit meiner Lieblingsritzzeichnung hier mal in Kontakt bringen, die sich auf Kniehöhe hier auf dem Pfeiler befindet. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache, weil die einen den damaligen Menschen so wunderbar vor Augen führt. Wir haben hier noch eine kleine Putzinsel des Originalputzes. Ja? Der Rest ist angetragen. Und auf dieser Putzinsel ist eine Ritzzeichnung, ein Graffit drauf, wunderbar schreiblich, eines berittenen, bewaffneten Mannes, eines Ritters, der auf einem Pferderücken sitzt. Das Pferd reitet nach hier. Sie sehen hier den Kopf mit der Nase, hier den Nasalhelm, so einen spitzkonischen Helm mit Nasal. Hier ist die Kettenhaube. Die Kettenhaube geht über den ganzen Körper bis hier hin, so halb lang. Hier haben wir das Bein, was hier in einem Steigbügel steckt. Hier ist das Pferd, also der Rücken des Pferdes, und trägt hier einen großen und mantelförmigen Schild, wie er damals üblich war. Das ist ein typischer Soldat, ein typischer Ritter, Reiter aus dem 11. Jahrhundert. So sahen die aus. Ja, also als
dass Britannien das letzte Mal 1066 erobert wurde. Sie erinnern sich an den Teppich von Bayeux. Ja? Da sind überall diese Jungs drauf. Ja? Das ist also eine typische, also das Graffito kann man wunderbar datieren ins Mitte ausgehende 11. Jahrhundert. Es befindet sich auf Kniehöhe in einem sakralen Raum in einem Benediktinerinnenkloster. Man kann davon ausgehen, dass hier ein Kind oder ein Jugendlicher irgendwann mal, als sie gerade keine Pinguin-Tante rumrannte, hier irgendwie mit einem spitzen Gegenstand hier mal was eingraviert hat, was er gerade gesehen hat. Ja. Und das hat sich halt über, ja, jetzt 8 Jahrhunderte, 9 Jahrhunderte erhalten. Das finde ich jetzt immer, das gibt einmal nur so ein Schlaglicht auf so eine Geschichte irgendwie. Das ist so wie Pompeji ist das. Ja. Einfach so eine stehen gebliebene Zeitkapsel, die halt hier an der Wand sich noch erhalten hat. Das ist wirklich ganz toll. Wenn man näher rangehen, dann sieht man das wirklich genau, wie das mit den Kinderzeiten. Zeiten und man erkennt an der Farbe, am Farbverlauf an der Wand, dass hier offensichtlich auch mal eine Niveauverschiebung auf dem Boden stattgefunden hat. Denn wir erkennen hier eine Tür, die in das benachbarte Fachwerkhaus führt, die jetzt zugesetzt ist, und wir erkennen, dass also hier die Kalkfarbe nur bis auf das Niveau hier reichte rundherum. Und das war in der Tat so, also als ich hier 98 herkam, war dieser Raum noch verfüllt bis hier oben hin. Aus dem gleichen Grund, weshalb vorne im Kirchenraum auch die Räume verfüllt waren. Man hat hier versucht, ein erhöhtes Laufniveau zu schaffen, um niedrige Räume zu haben, um es wärmer zu haben im Winter. Das ist dann auch so geblieben, und die Nachnutzung aus dem 18. 19. Jahrhundert in Verbindung mit der Nutzung des Vorderhauses ist dann hier durch die Tür generiert worden. Dann war das hier natürlich ein Keller gewesen. Ja? Hat dann hier irgendwo Kartoffeln gelagert oder was auch immer. Und erst seit ungefähr 15 Jahren ist das Ganze auf das Niveau abgesenkt worden. Wahrscheinlich das ursprüngliche Laufniveau. Und hier nur um zu demonstrieren, dass eben wir uns auf dem Gebiet des ehemaligen Friedhofes befinden, dann wieder eins dieser typischen Kopfnischengräber, also hier in Werksandstein ausgearbeitet. Ne? Ganz eng, ganz körpernah. Und hier werden auch sicherlich noch einige andere Kopfnischengräber noch drunter liegen, die aber noch nicht ausgegraben sind. Da sieht man aber, wie wir da gerade in der Ausgrabung sind, so sieht das aus. Ja, das ist also mein Kollege, mein Grabungstechniker, der da gerade die Bestattung aus diesem kopflichen Grab herausnimmt, in eine Pappbox packt, und dann wird das Ganze beschriftet. So,